und herzlich willkommen zur Jahreszusammenfassung von Ramonas Tanzschmiede. Ich habe mir einmal erlaubt, das Jahr 2020 Revue passieren zu lassen und lade nun alle dazu ein, sich das Ganze einmal auf der Zunge zergehen zu lassen, was wir so betrieben haben. Das Jahr startete direkt mit einem unserer jährlichen Highlights, dem Duisburger Tanztag. März. Einige Teens und Adults konnten daran teilnehmen und kamen wie immer mit wahnsinnig positiver Energie zurück. Umso größer die Enttäuschung für die Tänzer, die nicht mehr hinfahren konnten, da alles kurzerhand abgesagt wurde. Am Freitag, den 13. März, schlossen auch wir vorsorglich unsere Türen. Am darauffolgenden Dienstag mussten ganz offiziell alle Sporteinrichtungen zumachen. Bei uns aber war das genau der Tag, an dem wir trotzdem für unsere Teilnehmer da sein konnten. Bereits an jenem Dienstag starten wir mit einem Online-Live-Programm und zusätzlichen kleinen Videodrehs, die wir jedem zur Verfügung stellten. Da sich der erste Lockdown über die Osterferien zog und uns klar war, dass hier niemand ein normales Ferienprogramm haben würde, gab es auch durch diese Ferien hindurch Videomaterial von uns gestellt. Auch wenn man selber weniger hat, kann man doch auch an die denken, denen es sicherlich noch schlechter geht als einem selbst. Deshalb starteten wir während des ersten Lockdowns eine Spendenaktion im Bereich Pole Dance, der dem Kinderhospiz Arche Noah zugute kam. Trotz der plötzlichen Lockdown-bedingten Distanz war es uns möglich, etwas gemeinsam zu schaffen. Am 29. April, also dem Welttanztag, streamten wir eine Choreografie, die wir den Happy Dance nannten, mit der Aufforderung, sie zu lernen, sich beim Tanzen zu filmen und uns das Ganze dann zur Verfügung zu stellen. Das geschah auch in großer Anzahl, sodass wir einen Zusammenschnitt aller Mitwirkenden als Gesamtprojekt zu Tanzen im Mai veröffentlichen konnten. Wir waren überwältigt von dem ganzen Zuspruch und der Kreativität von allen, denn auch Hunde, Katzen und Accessoires wurden mit einbezogen. Man hatte das Gefühl, sich doch etwas näher zu sein. Dann auf einmal wieder Hoffnung von Seiten der Regierung. Es sollte unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich sein, zu trainieren. Also kauften wir Handdesinfektionsspender, klebten Markierungen auf den Boden unseres Tanzsaals, um jedem einen eigenen Platz mit Sicherheitsabständen bieten zu können. Allerdings anfangs für eine kleinere Gruppe und nicht für alle gleichzeitig. Die Gruppe bestand aus 5 bis 6 Leuten, wobei der Rest immer gleichzeitig online zugeschaltet wurde. Das verlangte uns Trainer noch einmal sehr viel ab, da wir uns mit Sicherheitsabstand sowohl um die Tänzer vor Ort als auch um alle zu Hause vor der Kamera kümmern mussten und das gleichzeitig. Des Weiteren erfolgte immer eine komplette Desinfektion der gesamten Räumlichkeiten nach jeder Einheit, was zu heftigen Verschiebungen in unserem Kursplan führte. Unsere Jüngsten wurden in noch mehr Gruppen eingeteilt. Sie bekamen zusätzliche Abstandshalter, die das jeweilige kleine Kinderkönigreich markierten, von uns gebaut. Natürlich mit Ballerinas, Einhörnern, Ninjago und Star Wars Figuren und nach Möglichkeit mit viel, viel Glitzer. Was der Sommer coronatechnisch bringen würde, das wusste niemand. Was wir aber wussten war, dass wir uns zum einen für die Treue unserer Mitglieder bedanken wollten und zum anderen die Möglichkeit eines echten Trainings vor Ort und mit der jeweils kompletten Klasse möglich machen wollten. Gott sei Dank gibt es Menschen in dieser Stadt, die sehr großherzig sind. An dieser Stelle noch einmal einen großen Dank an die 2 Engel in Ückendorf, die uns einen autarken Bereich für unser Open-Air-Sommertraining zur Verfügung stellten. So blieb die Tanzschule auch durch die Sommerferien hindurch geöffnet. Für unsere Pole-Dance-Abteilung hatten wir uns ein zusätzliches Bonbon überlegt, da wir hier aufgrund der Hitze doch 4 Wochen lang kein Training durchführen konnten. Es gab ein wunderschönes Fotoshooting mit Industriekulisse. Hier noch einmal vielen Dank an Uli Leimkötter für die wunderbaren Bilder und die Firma Wilhelm Geldbach für die geniale Location. Normalerweise trainieren die meisten Gruppen bei uns für Bühnenauftritte. Da nun keine in Aussicht waren, brauchten wir eine neue Zielführung. Also drehten wir Tanzvideos. Leider konnten wir aufgrund der sich ständig verändernden Corona-Regelungen nicht mehr alle geplanten Gruppen vor die Kamera bekommen. Aber das werden wir auf jeden Fall noch nachholen. Um den Klassen mit Maximalbelegung ein gutes und sicheres Trainingsgefühl bieten zu können, wurde im September schließlich der Gemeindesaal von St. Thomas Morus zusätzlich angemietet, damit die gesamte Gruppe vor Ort tanzen konnte. Hier
Ein Dankeschön an die Gemeinde für diese Möglichkeit. In den Herbstferien dann herrschte erstmalig eine kleine Verschnaufpause für uns, das Trainerteam. Unser letztes Projekt in diesem Jahr war dann aber auch nochmal der totale Knaller. Wir waren so unglaublich glücklich darüber. Wir kreierten nämlich auf unserer Homepage einen Adventskalender, bei dem man türchenweise eine komplette Choreografie erlernen konnte. Hinter Türchen 24 dann verbarg sich der Zusammenschnitt von allen, die mitgemacht hatten und sich beim Tanzen gefilmt hatten. Leute, ihr wart umwerfend. Danke dafür. Gestern wurde dann zum Abschluss noch einmal ordentlich geschwitzt. Unser Weihnachtsgeschenk an alle Teilnehmer und ihre Familien wurde super angenommen. Es war mir eine große Freude, gestern bei guter Laune Musik etwas mit euch gegen den Feiertag Speck machen zu können. Und was nehmen wir nun aus diesem Jahr für uns mit? Was war ein positiver Effekt trotz so viel Negativität? Uns wurde sehr bewusst, wie wichtig gemeinsames Erleben ist, vor allen Dingen im sportlichen und musikalischen Bereich. Sich alleine dauerhaft zu motivieren, ist äußerst schwierig. Oft bekamen wir die Rückmeldung, dass das Online-Training zwar nicht dasselbe wie ein echtes Training vor Ort wäre, der festgelegte Trainingstermin in der Woche allerdings sehr gut täte, da man dadurch einen Hauch von Struktur im Tagesablauf wiederfinden und so etwas wie Normalität und Gemeinschaft spüren könne. In unserem Contemporary-Kurs brach sogar ein großer Kreativschub aus, da dort eigene Choreografien entwickelt wurden. Die Teilnehmer arbeiteten mit großer Eigenverantwortung unter Anleitung großartige Endprodukte aus. Ihr könnt ganz schön stolz auf euch sein. So, und nun ist Schluss. Wir beenden nun dieses chaotische Jahr 2020 und gehen hoffnungsvoll in das kommende. Bleibt alle gesund, rutscht gut rein. Euer Team von Ramonas Tanzschmiede.